Johannes Buhlmann, Eulendorfer Weg 70, USE 1525 1 13403 Berlin, 2015, 8. Juli. An das Landgericht Berlin. 597 STVK 287 aus 2014. Sehr geehrtes Gericht, während der Schlussredaktion anliegender kritischer Besprechung des jüngsten elaboratisch-medizinisch-psychiatrischen Gutachten zur Person des Herrn A.G. kam es beim Thema Drogenmissbrauch zum Eklat, der im Nachhinein erwartbar erscheint. Herr G. war schon bei der ausführlichen Darstellung seines Lebenslaufes unruhig geworden. Wobei er sich eigentlich bis 1997 Rom, Traktoren, Im- und Export nicht genieren bräuchte. Im Nachhinein verlegt er den Beginn seiner Drogenkarriere auf das Jahr 2000, als sein Vater verstarb. Ein ganzes Kilo Hasch habe er in einer deutschen Universitätsstadt erworben, in seiner allerdings von hier aus betrachtet ehrlichen Trauer verdrückt, um es einmal doppeldeutig zu bezeichnen. Das ging noch. Nachdem ich ihm aber die Frage, was bedeutet IV, beantwortete, knallte die Tür von außen. Ich hatte völlig vergessen, welchen Status der IV-drogenabhängige Mensch in der orientalischen Gesellschaft zu ertragen hat. Meine liebe Freundin Ellie berichtete mir die abartigen Situationen, die arabische Drogenhändler, selbstverständlich nur mit ihren drogenabhängigen Kolleginnen, durchexerzierten. Ich möchte mich hierüber nicht näher auslassen und schon gar nicht möchte ich in die Nähe eines seiner gestörten Volksgenossen rücken. Nur verdeutlichen, dass es im arabischen Volkswertesystem nichts Ehrloseres gibt, als Junkie zu sein. In diesem Sinne, also der ideale Komplize des erleuchteten Psychiaters, dem nichts bedeutender ist, als seine drogenbefeuerten Wahnfantasien auszuleben. Auch diese Ansicht konnte ich von Ellie erfahren, die im heiligen Ernst von der Macht der Drogen sprach. Und dass ihre besten Kunden, also in guten Zeiten, als der Handel mit Weißem und Braunem florierte, und sie in die Falle schieben musste auf der Potze, im Roten Rathaus residierten. Der größte Bürgermeister aller Zeiten überwies ihr mal ein ordentliches Weihnachtsgeld aus dem Reptilienfonds für verdiente HIV-infizierte Grundsicherungsempfängerinnen. Wenn sie nun bei ihrer Interpretation der absurden Lebensgeschichte, wie sie sich der ehemalige Chefarzt der 3. Abteilung KMV Berlin für die Person des Herrn G. ausgedacht hat, verärgert fragen, was soll der Blödsinn, bitte ich höflich die Gegenfrage stellen zu dürfen, warum sonst? Was sonst, außer eine auf kindliches Niveau rekrutierte Persönlichkeit auf hohem neurotischem Funktionsniveau, kommt als Erklärung für jenen kompletten Schwachsinn, den der aktuelle Gutachter eilig nun wiedergibt, in Frage. Mit freundlichen Grüßen, J. Buhlmann. Jetzt, zweiter Teil. An das Landgericht Berlin. Aktenzeichen. Bezüglich des medizinischen Gutachtens zur Person des AG darf bestätigt werden, dass am gestrigen 6. Juli 2015 eine Kopie zu Händen des Begutachteten hier in der Sonderhaftanstalt KMV Berlin eingegangen ist. Abgesehen von der offensichtlichen Tatsache, dass der Sachverständige Dr. Med S. in diametralen Widerspruch zu seiner Angabe keine Audioaufzeichnung anfertigen zu können, auch bereits vom Vorgutachten einen Tonmitschnitt anfertigte, konzentriert sich die Mangelhaftigkeit auf drei Punkte. Entstellter Lebenslauf, krasser Unterlassungsfehler der Beschreibung neurologischen Situation des Begutachteten und freischwebende, pauschal negative Legalprognose ohne Bezug zu Anlassdelikt oder eventueller seelischer Störung und ohne Qualifizierung von Schwere der zu erwartenden Straftaten. Zu so einer pauschalen Einschätzung gelangt auch die Ausländerbehörde mit der Folge, dass eine Abschiebung des RMG sofort nachvollziehbar unter Vorbehalt der Erfüllung eines staatlichen Strafanspruches angeordnet worden ist. Aktenzeichen des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten usw. Die Strafprozessordnung steht hier im Widerspruch zu sich selbst. Einerseits wertet sie im § 456a Unterbringung als Strafe. Andererseits erlaubt sie die Unterbringung zusätzlich zu einer unverminderten Parallelstrafe im § 358 im Revisionsverfahren. Sieht also keine grundsätzlich verbotene Strafverschärfung durch die unbefristete Unterbringung. Intrastaatlich scheint dieser substanzielle Konflikt nicht lösbar. Ein Vorabentscheidungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg könnte eventuell Klärung bringen, auch über die vom § 456a in den Raum gestellte Frage,
ob es nicht ein wenig größenwahnsinnig ist, den Schutzanspruch des deutschen Staates, auf die ganze Welt auszudehnen. Kein Mensch kann wirklich in den Kopf einer gestörten Persönlichkeit hineinhorchen, beziehungsweise die Gedanken sind frei. So bleibt die Motivation des Herrn Dr. Med K., der wohl für den Lebenslauf, wie er Herrn G. seit 2008, seit er zur lebenslangen psychiatrischen Sonderhaft verdammt wurde, ursächlich zeichnet, im Dunkeln. Vielleicht träumt der gealterte Mann davon, eine junge Frau zu heiraten. Jedenfalls verlegte das Geburtsjahr der Mutter des Herrn G. von 1942 nach 1959. Dem Wahn des Herrn Dr. Med folgend müsste das jüngste Geschwister, Herr G., war 1973 das fünfte Kind seiner Mutter, spätestens 1968 geboren sein, als des Herrn Dr. Med Fantasiegestalt gerade einmal neun Jahre alt war. Die Lebensspanne des Vaters G. erscheint dem Phantasten offensichtlich zu kurz, also verlegte dessen Geburtstag von 1930 in das Jahr 1924. Ein bisschen knapp mag er dabei denken, etwas älter als 76 wollte ich dann doch schon werden. Naja, egal, das spinne ich mir dann im nächsten Gutachten zusammen. Der entscheidende Punkt hier ist, wenn ich meine Alte erstmal unter die Erde gebracht habe, bekomme ich eine 35 Jahre jüngere Lächeln. Aber auch auf dem Weltfrieden ist der erleuchtete Herr Dr. Med bedacht und so träumt er schon einmal für 1987 von der Rückkehr einer palästinensischen Familie in ihre Heimat nach Nazareth, wo der Friedensbringer eine Zuckerbäckerlehre absolvierte, wie romantisch man es beeindruckt. Von einer folgenden Bekehrung zum jüdischen Glauben in Bethlehem wird leider nichts berichtet. Tatsächlich kam Herr Ghanim 1973 im Emirat Kuwait als staatenloses viertletztes Kind seiner 1930 und 1942 in Palästina geborenen Eltern zur Welt. Der Vater war Kunsthandwerker in den Materialien Holz und Glas, aus denen er Intarsien und Glasfenster im arabisch-islamischen Stil anfertigte, was dem kleinen A ausgesprochen gut gefiel. Es ist zu vermuten, dass der daraus folgende Berufswunsch in den Fußstapfen des Vaters an einem neurologischen Defizit des medialen temporalen Gebietes scheiterte. Ein Defizit, das dem KMV seit der Aufnahme des Herrn G. auf Station 1b, dritte Abteilung, Frau Dr. W. sicher bekannt war, siehe unten. Jedenfalls besuchte Herr G. auf Druck des Vaters, der die kunsthandwerkliche Perspektivlos im wahrsten Sinne des Wortes, seines Sohnes wohl zweifelsfrei erkannte, die höhere Schule, machte das Abitur und absolvierte, wie in Kuwait entfernt analog zu unserem dualen System der Berufsausbildung üblich, beginnend mit dem 15. Lebensjahr nebenbei eine zweijährige Ausbildung zum Zuckerbäcker. Weiterhin entdeckte Herr G. seine eigentliche Berufsperspektive, nämlich die des Kaufmanns, anlässlich der Aushilfe bei seinem Bruder in dessen Textilhandelsfilialkette. Diese Begabung führte nach Erwerb der Hochschulreife ab 1990, unterbrochen von der Annexion Kuwaits als angeblich 13. Provinz des Irak durch Saddam Hussein, zur Vollzeitmitarbeit im Geschäft des Bruders. 1988 oder 1989 war das Jahr des Erwerbs der jordanischen Staatsangehörigkeit. Der alternde König Hussein von Jordanien erinnerte sich seinerzeit bereuend an das Massaker am palästinensischen Volk, welches er 1969 zur Niederschlagung eines Aufstandes nach dem desaströsen Sechstagekrieg mit Verlust der Westbank und insbesondere Ostjerusalem verschuldete und gab den Palästinensern, die es wünschten, eine Staatsangehörigkeit. Ein archaisches Menschenopfer, dieses Massaker, welches Furcht und Schrecken verbreitete, den Aufstand, der gar nicht von Palästinensern geführt wurde, regelrecht im Blut erstickte. Wer sich erinnern kann, möge sich erinnern. Allerdings trennte sich die Familie anlässlich der Flucht vor der irakischen Invasion. Der Vater machte die Flucht nicht mit. Der Mutter hatte es in Kuwait nie recht gefallen. Lediglich der Bruder mit dem Textilhandel und Herr Ghanim kehrten nach der Befreiung durch US-amerikanische und saudi-arabische Truppen zurück zu Vater und Geschäft. Die weitere Familie ließ sich nun nach Aufenthalt in Jordanien in Syrien